Und willkommen zurück bei Let's Play Trine 2. Mit dabei, wie üblich, der Shadowrunner. Ja, der tolle Magier. Die Abenteurerin Beate aus The Known as Sender. Hallo. Und meine Wenigkeit, der schwertschwingende, häufig sterbende Krieger der Becken Orange. Ja, in der letzten Folge, der Shadowrunner hat uns dann ja hier geholfen, diese Blume zum Leben zurückzuerwecken. Ach, da oben geht's ja weiter. Genau, und dadurch haben wir da oben jetzt ein Blatt, was wir benutzen können. Vorausgesetzt, wir kommen da rauf. Und fallen dann nicht wieder runter. Ja, also so wie ich. So macht man das nicht. Okay. Ach, du bist ja tot. Sollen wir übrigens eigentlich mal kurz Punkte verteilen? Weil ich habe nur einen Punkt. Okay, hat Achso, ja, ich hatte vorhin schon meine Punkte verteilt. Und zwar hatte ich die vorhin, um es nochmal eben hier zu zeigen, in den explosiven Hammer gepackt. Ach ja, du hattest irgendwas davon erwähnt. Ich kann jetzt meinen Hammer laden, bevor ich ihn wegschmeiße. Und ach, hier sieht es aber schön aus am Fluss. Ja. Das muss ich die Höhle sein, die Rosabelle erwähnt hat. Okay, man kann sie auch sollte uns zum Schloss führen. Als die Helden den dunklen Wald verließen, war ihnen leichter ums Herz. Rosabelle zufolge führte der schnellste Weg zum Schloss durch die höhlenartigen Tunnel. Der Weg führte nach unten, unter den Wald. Okay, dann geht's jetzt unterirdisch wohl weiter. Wir sind keiner von diesen sprechenden Blumen mehr begegnet. Ich schätze, wir sollten Rosabelle finden. Oho. Wer spricht denn da? Das warst du, oder? Nee, das war eine Frauenstimme. Okay, brauchen wir hier wieder Wasser? Wasser? Gibt es links irgendwo Wasser, weil der Weg ist ja abschüssig. Nee. Na hier, aber da weiß ich nicht, wie du das rüberkriegen sollst. Na warte mal, hier oben ist auf jeden Fall links noch was dann. Ja, da oben ist Wasser. Ich hab noch ein Fass gefunden. Aber das kriege ich nicht runter. Okay, da muss. Ich glaube, du musst mit dem Hammer da oben dran rumprügeln. Was? Da oben über uns, oder? Ja, und dann links. Ja, achso, dann muss ich aber erstmal hochkommen. Ja. Alles schon erledigt. Ja, ich gehe trotzdem eben hoch, um mir das mal anzugucken. Genau, hier oben hat man schön Wasser, was jetzt hier runterfließt und. Das ist schön. Ich bin jetzt. Huch, meine Kamera hat sich verwirrt. Ja, das hat wohl schon gereicht. Was wir da an Wassertropfen rübergebracht haben. Okay. Na gut. Ich bin auch überrascht. Das war doof, das ging viel zu schnell. Ja, upsa. Hör ich dich schon wieder sterben? Nee. Nee. Ich werde ja nicht sterben. Das mach aber ich. Genau, und dann können wir jetzt ja auch weiter. Ich habe ja die ganze, die ganze Zeit da die Einblendung Hebel benutzen. Über euch Spinne! Ja, I see. Ups, hier unten braucht man wieder, ich glaube hier. Achso, nee. Autsch. Ich mach mal hier fix die Kiste auf. Ja, ich habe ein Sammlergericht gefunden und bin dabei gestorben. Ach, du hast ein Sammlergericht gefunden und bist. Die Pilzhöhlen, lies doch mal vor. Oder kann man das nicht? Die Pilzhöhlen, ja, natürlich. Wenn man sich die angucken würde. Sammlergericht, ich trage euch das einfach mal vor. Den Weg gefunden haben Rosie und ich. Geht vorsichtig weiter und fallet mir ja nicht. Ja, ich habe das jetzt den Sprecher vorlesen lassen, aber für euch lese ich auch nochmal das Gedicht Die Pilzhöhlen vor. Den Weg gefunden haben Rosie und ich, geht vorsichtig weiter und fallet mir nicht. Ach, wie poetisch. Etwas mehr Nachdruck. So, wir gucken jetzt die ganze Zeit dem Flittchen zu. Dem Flittchen oder was hast du gerade gesagt? Nein, der freundlichen Kassiererin. Kassiererin. Hatte ich doch in der letzten Folge gesagt, du bist die Kassiererin in der Tankstelle. Ja. Machst du denn auch mal weiter? Ich habe nach Flittchen nicht mehr weiter zugehört. Entschuldige. Ja,
Wenn du noch einen Millimeter nach rechts gehst. Oder er möchte ohne uns spielen. Vielleicht ist es auch ein Zeichen. Ich glaube, hier geht's abwärts. Geh du mal vor. Okay. Ja. Ah! Hui. Hui. Eine Hüpfburg. Ich geh noch mal im Okay, da komme ich nicht weiter zurück. Naja. Bis einem schlecht wird. Eigentlich wollte ich dann noch nach links. Bis einer weint. Ah, das kriegen wir hin. Du meinst da lang? Ja, wo ich die Kiste an die Stacheln gemacht habe, was nicht so... Genau, mach du das, Max, dann auch. Ich spring hier unten. Kannst du da mal so... Derweil noch etwas. Okay, ich drehe ja schon. Und jetzt werde ich einfach los. Oh. Brauchst du mich da? Nö, alles noch? Gut. Oder rechts? Nein. Ja, ich bin mal wieder der Festhalter. Ist doch total einfach. Und schon bin ich hinten. Hier brauchen wir eigentlich gleich noch eben einmal. Ach so, das kann ich ja wahrscheinlich auch mit meinem Hammer. Haha. Schade, hat nicht gereicht. Dann probieren wir es nochmal. Oh, doch, da sind Blätter und so. Ja, aber hier sind noch... Das Ding leuchtet noch. Kannst du vielleicht sonst mal deine Blase wegnehmen? Jetzt die gute Frage, wie macht er die Blase weg? Indem er woanders eine hinmacht. So. Also, besser kann ich das mit den Blättern nicht machen. Hör mal, Amadeus. Ja? Kannst du so ein Brett unter die Stacheln drunter schieben? Wenn ich dich loslasse, dann musst du dich in die... Ja, passt schon, ich stehe in der Mitte. Ich glaube, du hast recht. Ein Brett oder eine Tierzelle? Ein Brett. Ah, ich verstehe schon. So? Ja. Ups, ich bin mal runtergefallen, um mal zu sehen, was ihr hier so macht. Ja, ich habe da eine Treppe hingebaut, links. Ja. Kommst du uns auch mal besuchen? Genau, du müsstest uns jetzt allerdings auch wirklich hier begleiten. Ja, gut. Ja, so. Das Wasser habe ich hier schon benutzt. Hier vorne war nämlich was, da wo du jetzt gerade drin stehst. Ich weiß, ich dachte nur, dass du vielleicht eine Dusche gebrauchen könntest. Wie nett. Ich bin noch auf dem Weg. Ich muss hier das Ding mal wieder gerade drehen. Ich meine, also den ganzen Tag in der Blechhöhle, dann wird doch mal warm drin, oder? Nee, das hält frisch. Weil es kommt keine Luft an mich ran. Ich bin mir nicht sicher, ob das hilft. Wollen wir das Wasser nach rechts? Ich weiß aber auch noch nicht, warum. Nee, das Wasser, das habe ich alles schon dort gemacht. Alles gut. Okay. Ihr müsst nur noch über die Blätter rüber, die waren nämlich vorher noch nicht da. Und hier, dieses Gesicht sieht aus wie deine Frau, wurde vorhin gesagt, als ich hier ankam. Wie, wessen Frau? Deine. Ah. Hoffentlich ist meiner Frau nichts passiert. Oh, ich habe mich mit der Frau verwechselt. Danke. Ey, Vorsicht mit dem Ding da. Ja. Was genau tust du? Ich bin immer vorsichtig mit meinem Ding. Puh. Hier ist über uns sind ganz viele Dinger. Ich wollte gerade sagen, über uns, das sieht sehr interessant aus. Ja, ich weiß noch nicht, wie man da hochkommen soll. Ja, wahrscheinlich dann hinten rechts hoch und... Ich bin gerade verlobst geworden. Ja. Oh, 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 oh. Haben wir's? Nein.
Den netten, den müsstest du mir einmal runterholen. Na, ich halte ihn in die Blume. Oder so. Wollen wir mal hier hochgehen oder wollen wir erst den Sender wiederholen? Wir können auch gern den Sender wiederholen. Ich würde aber. Ich weiß allerdings momentan echt nicht, wo der nächste Speicherpunkt ist. Und ganz zurücklaufen, ich glaube, da sterbe ich eher bei. Ja. Von daher nutze ich doch mal eben deine Brücke, geh hier hoch und. Macht alles kaputt. Ja, so wirklich viel ist hier nicht. Also hier oben war jetzt nur einer. Es geht noch weiter hoch. Geht noch weiter. Jetzt nach rechts. Jawohl. Und Levelaufstieg. Ich habe wieder einen Fertigkeitenpunkt. Aber da ist jetzt wirklich Ende. Ich komme mal wieder runter zum Shadowrunner, damit er sich nicht so alleine fühlt. Ich glaube, wir kommen ja weiter nach rechts. Ah, ja, so natürlich nicht. Ja, das habe ich aber auch geschafft. Yay. Die kann ich, wenn wir draufstehen, nicht hier unten bewegen. Brauchen wir Wasser, aber wir holen erstmal den Sender zurück. Wir brauchen hier vorne Wasser. Das Wasser ist hier oben. Und eigentlich musst du nur einfach ein Brett hier rüber machen, damit es hier unten reinläuft. Achso, und einer muss von uns oben auf den Dings stehen bleiben, damit die Brücke weiter nach oben geht. Oder halt so. Das Brett hält auch zum Glück den. Da hat das schon gereicht, ja. Wofür brauchen? Ach so, um da oben sind jetzt genau, da oben sind jetzt wieder Blätter. Ich bringe euch mal kurz was mich hier so ein bisschen irritiert und Sorgen macht. Ich habe mal eben einen kleinen Abstieg gemacht. Wie kriege ich denn hier mal zur? Ja, und lass ihn Sender? Fahren. Kannst du da rausschießen? Danke. So, wollen wir jetzt da hoch? Bin ich noch nicht sicher. Oh, von rechts kommt noch was gesprungen. Ich habe hier mal die alles auf dem Brett abgeholt. Auf dem Blatt. Und da schmeiße ich euch was runter. Ich glaube, noch höher geht's nicht. Jetzt habe ich auch ein Level ab. So. Den Stein kann ich bewegen. Wow. Oh, ich hab links einen Goblin über. Beate, hör auf! Ich mach doch gar nichts. Ich komme dummerweise nicht auf den Stein von hier aus rauf. Ja, ich will den. Ach, kann man den. Ah, der Stein wird immer zurückkommen. Das ist ja natürlich jetzt. Warte. Kann ich den da. Ja, aber ich glaube, ich muss ja. Wir müssen ja auch auf den Stein rauf, um nach da oben rechts weiterzukommen, oder? Na gut, ich hatte jetzt wieder an Unsten gedacht, aber. An was hast du gedacht? An Unsten? Kisten. Ach, Kisten, ja. So, okay. Komm auch auf den Stein, dann mache ich danach die Kiste weg und dann können. Ach, ja, ich bin ja nach unten. Ich verwechsel echt immer die Charaktere. Ja, weil wir auch so gleich aussehen wie Geschwister. Ja. Eineig. Eineig. Was essen diese Kreaturen? Es muss hier etwas im Wasser sein. Oder ich glaube, der Sender hat dann noch irgendwas gefunden. Ich kann nicht erwarten, es herauszufinden. Ja, und hier hat schon eine Schnecke mit mir gesprochen. Was macht der Sender denn da wieder? Kugeln holen, was sonst? Ja, ich höre es am Geräusch. Ich sehe es vor allem oben rechts. Fertig. Wunderbar. Gut. Hier ist eine Schnecke. Oh. Die ist nicht so, Bringen wir der doch mal aufs Einladend. Und die muss doch irgendeinen Sinn haben, oder? Kommt vielleicht noch. Irgendwie erwarte ich hier gerade Spinnen. Ja, ich sehe schon einen Schatten über uns. Es schwebt. Nein, so nicht. Ups, ich gehe mal lieber weg. Da oben ist wieder mal eine Spinne. Schwebt. Steinschlag. Ja, da hilft nur rechtzeitig zu Karglas gehen. Bin ja gerade sogar links hochgekommen, obwohl ich das gar nicht erwartet hatte. Ich hab hier eine Spinne. Hier sind ganz viele Kisten. Ja.
Meinst du, die soll ich sicherheitshalber mal runterwerfen? Oder geht es da noch höher vielleicht? Warte mal. Könnte es eventuell noch höher gehen? Also hier unten hat sich schon wieder ausgekriegert. Ja. Ich weil ihr euren Krieger ja alleine gegen so viele Spinnen kämpfen lässt. Ja, warum fängst du auch immer ohne uns an? Ich kam da nicht links hoch. Echt? Du musst mir Streit anfangen mit den Spinnen. Die haben angefangen. Vielleicht braucht man hier die ganzen Kisten. Obwohl Sender schafft es sicherlich auch. Kannst du dich oben an diesen Stachel ranhängen? Nee, ne? Nope. Überleg gerade, ob die Kisten als Treppe dienen. Nein. Glaub nicht. Du könntest sie doch aber beim Sender sozusagen immer leicht, zumindest ein oder zwei Kisten noch leicht versetzt sozusagen packen. Ach, finde ich das schön, dass ich euch gerade wieder zugucken darf. Und der Sender findet das auch, glaube ich, ganz schön, dass er gerade einfach mal ein bisschen zugucken darf. Das wird großartig. Ja, also da rechts komme ich definitiv nicht hoch. Geh doch erstmal links und dann rechts. Ja. Für Sparta, sage ich nur. Nein. Jetzt bräuchte ich eigentlich so eine Levitationshilfe. Warte mal, ich habe vielleicht eine... kann ich die nicht da... Super. Nee, so nicht. Aber... So, vielleicht? Kannst du dir das Brett nicht eher sozusagen... Okay. Okay, also ich würde ja zumindest, ich erkenne deinen Versuch und... Das ist überraschend clever. Ja. Nein! Aber es hat nicht gereicht. Und ich würde sagen, bevor wir hier dem Shadowrunner weiter zugucken, machen wir einen kleinen Schnitt. Es geht hier in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Bis dann. Ciao.